Thank you.
Ich habe versagt. New Dummy Studio, seine Menschen sind sicher. Du hast es geschafft, nicht ich. Alle von uns. Das ist richtig. Wir haben es zusammen gemacht. Sieg oder Verderben. Aporia. Aporia. MacLeod. Menigil. Aporia. Abschluss der Ort. MacLeod. Astromaschine. MacLeod. Imperator. General. Segen des 50G Duel Runner. Defeated 5D's S Campaign. Segen des MacLeod Imperators 1306. Ja, jetzt kommt Yu-Gi-Oh! Hexal. Hexal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 Duelle. Mit dem Strom schwimmen. Lade jetzt Hexal-Geschichten. Yuma Tsukumo Geschichte beginnt an einem Tag wie jeder andere auf der lokalen Mittelschule Heartland City. Es war dort, wo er seine Freundin Bronx sah, wie er von Shark, den Tyrann der Schule, der auch ein leistungsfähiger Duellant ist, besiegt worden war, der XYZ-Beschwörungen benutzen konnte. Ark! Vielen Dank für das Duell und das für ein Deck. Nicht so schnell. Wer bist du? Mein Name ist Yuma und ich bin Bronx' guter Freund. Bronk und ich hatten eine Vereinbarung, wer auch immer gewinnt, bekommt das Duell-Deck des anderen. Ist das wahr? Es ist, aber ich muss das tun. Er nannte mich ein Feigling. Na schön, wenn du meinen Freund heraushaust, dann werde ich dich herausfordern. Wenn du mich schlägst, werde ich dieses Deck zurückgeben. Aber wenn ich gewinne, Yuma, bekomme ich dein Deck. Und an diesem Sonntag hielt Yuma sein Wort und stand Shark gegenüber. Hoffe, du hast auch Wiedersehen zu deinen Karten gesagt, weil sie werden alle mir gehören. Sorry, aber das Einzige, was du bekommen wirst, ist ein guter, altmodischer Protritt. Wenn ich deinen Duell-Deck gewinne, werde ich es zerstören, denn so will ich deine Lektion keine Kämpfe wählen, die du nicht gewinnen kannst. Das ist, wurde dich ihr Shark. Ich werde diese Lektion nie lernen. Ich werde weiter versuchen, der Himmel ein High-Five zu geben, denn wenn man die Strömung fühlt, gibt es keinen Zurück mehr. Apropos Strömung fühlen, das tue ich. Es war dann, dass die goldene Schlüsselkette um den Hals von Yuma, die er von seinen vermissten Eltern bekam, etwas ausgelöst hat, das sein Leben für immer verändern sollte. Durch den Schlüssel hatte Yumas Mut ein Wesen von einem unbekannten Reich freigegeben, ein Wesen, das er nur sehen und hören konnte. Wer bist du? Kannst du sprechen? Sagen schon was. Astral. Hä? Was ist ein Astral? Mein Name, wenn ich mich recht erinnere, aber ich erinnere mich so gut wie an nichts. Oh, großartig. Warum muss ich mich in dieser laufenden Tasche mit Dreck von meinem wichtigsten Duell überhaupt auseinandersetzen? Duell, das kommt mir bekannt vor. Ja, ich erinnere mich. Das weiß ich, wie man sich duelliert beobachtet. Zeitendeutender Magier. Lass mich erklären, was XYZ-Mönche sind und wie sie beschwören werden. XYZ-Mönche sind Unterkarten mit schwarzen Rahmen. Du kannst diesen Karten nicht zu deinem Main-Deck hinzufügen, stattdessen werden XYZ-Muster in deinem Extra-Deck mit synchronen Fusionsmuster gehalten. Wenn ein XYZ-Muster beschwörst, brauchst du eine Reihe von offenen Monster auf dem Spielfeld, um sie als XYZ-Material zu verwenden. Der Anteil des benötigten XYZ-Materials zwischen XYZ-Muster variieren. Die Stufe der gewählten Monster, die als XYZ-Material gewählt wurden, muss den Rang des XYZ-Musters erreichen, die du rufen möchtest. Im Beispiel, um nochmal 20 Giga Bralian zu beschwören, benötigst du 2 Monster der Stufe 3 im Spiel. Lass uns loslegen. Zunächst mal brauchen wir einige Monster im Spiel, um eine XYZ-Beschwörung durchzuführen. Setze Hyäne in Verteidigungsposition. Jetzt endet dein Zug.
Alle liegen die Karten aufeinander. Ah, alle der Strohsack. Lass uns jetzt eine XYZ-Beschwörung bereit machen. Lass uns nochmal 20 Gigabrillant beschwören. Dieses XYZ hat einen Rang von 3, sodass er 2 Level 3 XY-Materialien erfordert. Du kannst immer sehen, was die Antworten sind in der Kartenbeschreibung. Wähle Spezialbeschwörung und beschwöre nochmal 20 Gigabrillant in Angriffsposition. Die Monster, die als XYZ-Material verwendet werden, werden unter dem XYZ-Monster platziert. Lass uns andere XYZ-Monster durchschauen. Zunächst beschwöre Kranichkran. Jetzt können wir eine andere Nummer, also 20 Gigabrunnen, an XYZ-Monster. Wähle Spezialbeschwörung und beschwöre Nummer 20 Gigabrunnen, die an den Nachschubpositionen. Lass uns einen Monster mit einem anderen Rang XY zu beschwören. Aktiviert zuerst Doppelbeschwörung, um ein anderes Monster zu spielen. Berg. Mit 2 Stufe 4 Monster kannst du Rang 4 Castle der Himmelsprenger Muxtier XYZ beschwören. Wähle Spezialbeschwörung und beschwöre Castle der Himmelsprenger Musketier in Angriffsposition. Als nächstes lass uns lernen, wie man XY-Monsterfähigkeiten nutzt. Lass uns versuchen, von diesen XY-Monster den Effekt zu verwenden, wenn du sehen kannst, wenn du ein Material aus Nummer 20 Gigabrillant löst, wird das Angriff 300 auf alle Monster hinzufügen, die du kontrollierst. Aktiviere diesen XY-Effekt, indem du Nummer 20 Gigabrillant wählst und du Effekt auf Gewinn wählst aus dem Menü, deren Wähler Hygiene, um es auch wieder zu fähigen. Lass uns nochmal mit der anderen Nummer 20 Gigabrillant machen. Wähle Effekt aktivieren, dann wähle dann Hygiene, um uns auf den Friedhof zu legen. Schließlich lass uns Nummer 17 Levitian-Drache abwerfen. Wähle Castle, Himmelsprenger, Musketier. Wähle die zweite Option. Du kannst die 2 XYZ-Material von dieser Karte abhängen. Dann ziele ein Aufgabe aufs Spielfeld und schmisse sie ins Deck. Trenne Go Blindberg und Drache in der Hölle aus. Wähle eine Karte aus, die auf das Deck seines Besitzers gespielt werden soll. Wenn ein XYZ-Monster das Spiel verlässt, wird alles seine XYZ-Monster geht auf den Friedhof. Es aktiviert eine XYZ-Einheit, um etwas für Angriff auf deine Nummer 20 Gigabrillant zu bekommen. Tausend ausgezeichnet ist alles, was übrig noch bleibt, ist das Leer zu beenden. Beachtet, dass Castle der Himmelsprenger Musketier nicht von schwerer Kraftbindung betroffen ist. XYZ-Monster hat einen Rang und keine Stufe. Ah ja. Schreite vor zu der Battlephase und greift mit dem XYZ-Monster an.
Nach dem Duell hatte Yuma gelernt, dass sein Freund Life eine Art Anzug mit diesen Nummernkarten hat. Diese Nummernkarte repräsentiert ein Stück von meiner Erinnerung, aber nur ein kleines Stück. Um meine Erinnerung wirklich zu bekommen, muss ich alle 100 Nummernkarten sammeln. Er hat eine Abwang, also hey, hier ist Bronx Stack zurück. Vielen Dank für dein Wort, Herr S. Du hast auf 100 gelernt, ich würde dich wiedersehen. Hey, vielleicht können wir dieses wiederholen. Lass uns die Text vergessen, lass uns einfach Arthur Alkmaus und Spaß mit dir, das ist der beste Weg, um die Strömung zu führen. Ausflippen, Angestalt, Castle Shark, Reichler, Castle Shark, Levitin High, AD Catherine, Nummer 17, Levitin Drache, Boar, Seebrocher, Umiroka, 1 Sekunden, Sekunden, Ausflippen.